Hallo Leute und willkommen zurück zu Soul Reaver. Ja, im letzten Part haben wir ja mal erstmal so einiges an Backtracking gemacht, ne? Ganz zum Schluss dann halt noch die letzte Glyphe geholt hier. Und sind momentan halt in der Menschenstadt unterwegs. Ja. Na komm, gib Gas. So. Ja, hier gibt es halt noch einige Sachen zu holen. Also die Menschenstadt können wir jetzt eigentlich komplett fertig machen. Na. So. Hier. Ja, jedenfalls die Menschenstadt können wir jetzt komplett fertig machen. Ja, und dann müssten wir erstmal mit der Hauptstory wieder weitermachen. Ja. Weil die nächsten Klamotten, die könnte man dann erst mit der letzten Fertigkeit holen. So. Ich meine, hier in diesem Bereich gab es eigentlich nichts mehr. Ja, normalerweise dürfte es hier nichts mehr geben. Ja, naja, ich muss halt trotzdem noch so ein bisschen gucken hier. Ja, diese ganzen Orte, ne, wo man zwar hochklettern kann, aber die eigentlich in dem Sinne nicht wirklich was bringen. Ja. Naja. Jetzt muss ich mal gucken. Ja. Jedenfalls, den Teleporter. Wie schon gesagt, den Teleporter hier in der Menschenstadt. Weiß ich nicht. Also, dass ich den übersehen habe. Jo. Ist auch ein bisschen komisch. Ja, wirklich, das ist auch so ein bisschen komisch hier. Ja, wenn man da nicht ganz genau hinguckt. Jetzt will ich mir erstmal den Teleporter holen. Machen hier. Ja, irgendwie hier. Ne, Quatsch, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, nämlich hier hoch. So. Und da kommt man nämlich zum Teleporterraum. Ja. Ja, haben wir den nämlich auch aktiviert. No. Und hier oben bin ich sowieso gleich richtig. Da kann ich auch erstmal wieder einige Klamotten holen. Ja, mal jedenfalls, wie ich schon gesagt habe. Mal jedenfalls noch einmal kann man die Lebensspirale auffüllen. Also vergrößern. Das wäre denn, glaube ich, jedenfalls das Maximum. So, jetzt muss ich mal kurz zu dem Wasserfall da. Da gibt es nämlich schon die erste Lebensspirale. Ja, wie gesagt, also so viel Backtracking, wie ich jetzt machen kann hier. Noch einmal. Nein. Scheiße. Ja, das muss man leider machen, anders kommt man da nicht hoch. Und da muss man halt hoch. Ah, Mann. Und komm schon.
So. Ja, um hier nämlich hier oben raufzukommen und diesen Schalter hier betätigen zu können, damit das da unten aufgeht. Ja. Ich muss trotzdem noch mal ein bisschen umgucken. Nee. Ja, und wie praktisch das ist, ist es nämlich genau hier unten. Ja. Auch schon so ein bisschen komisch, ne? Nur um hier hochzukommen, um da weiter zu kraxeln. Jo. Ja, um dann hier hinten halt weiterzukommen. So, ich meine, das Rätsel war wieder ein bisschen komplizierter. Oder? Ah, ne. Ja. Das war schon. Okay. Oder. Jo. Ja, jedenfalls nur um dieses Artefakt hier zu holen. Das Magie-Artefakt. Na. Ja. Haben wir diesen Bereich dann auch schon komplett abgeschlossen? Mehr dürfte es eigentlich hier nicht geben. Uah. Theoretisch mehr dürfte es hier eigentlich nicht geben. Na. Ja. Wäre zwar besser gewesen, wenn ich hier ganz zuletzt hingegangen wäre. Hätte ich nämlich gleich dann durch den Teleporter wieder gehen können. Ja, tut mir jetzt auch leid, aber das hatte ich halt am Anfang ja auch schon gesagt. Na, das ist nämlich dann auf Dauer, oder halt nachher dann ganz schön viel Backtracking. Weil man ganz am Anfang ja diese Fertigkeiten halt noch nicht hat. Jo. Ich meine jetzt aber jedenfalls hier hinten gab es noch was. Na komm. Meine eine Lebensscherbe kann ich mir jetzt hier noch holen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, heißt es. Normalerweise. Was willst du denn? Oder. Jo, ja, jetzt muss ich selber erstmal so ein bisschen gucken hier. Wo das war. Da kann man zwar auch raufklettern, aber es bringt einen nichts. Ach, genau, hier. Hier kann man nämlich halt das Wasser abstellen. Oder muss das Wasser abstellen. Ja. Damit man da unten dann halt dieses Rätsel lösen kann. Jo. Ach ja. Ja, jetzt hat man nämlich hier in dem Becken, das hatte ich euch ja schon mal gezeigt, ne, hat man nämlich hier in dem Becken halt das Wasser rausgelassen, damit man diese jetzt kann man da halt diese Klötze hier verschieben. Andersrum gesagt, man muss sie verschieben, damit man hier raufkommt. So. Aber man braucht trotzdem beide Klötze. Ja. Weil man muss nämlich da oben durch ein Gitter durch. Und ja. So. Das dahin. Durch das Gitter hier muss man nämlich durch. Das dahin.
Gehen wir am besten nochmal einen zurück. Ja. Und da kommt man ja halt nur auf dieser Welt hier durch. Jo. Und hier gab es halt diesen Altar oder wie man auch das immer nennen mag. Na. Das Tor aufmachen. Jo. Und kann sich da denn die nächste Lebensscherbe holen. Na. Und jetzt fehlen noch drei. Aber die drei Stück, die kann man sich, glaube ich, erst später holen. Wenn man die letzte Fertigkeit hat. Na, jetzt müsste man normalerweise die Menschenstadt komplett fertig haben. Ich hoffe, dass ich jetzt auch alles habe. Jo. Na, ich hoffe jedenfalls, dass ich alles habe. Damit man hier wieder durchkommt. Hier. Ja, ich kann mich zwar noch mal ein bisschen umgucken hier, aber normalerweise dürften wir das jetzt haben. Mehr dürfte es hier eigentlich nicht geben. So. Das auch. Tja. Nee, ich meine jedenfalls mehr gibt es hier nicht. Ja, hier gibt es zwar auch wieder einen Ort, wo man so hochkraxeln kann, aber ja, auch nur für die Magie. Ja, um diese Magiekugel hier zu holen. Das ist es ja eben. Ja, und so wirklich mehr kann man jetzt auch nicht holen. Ja, finde ich so ein bisschen gerade. Ja, leid für diese Leute. Ja, die haben mir nichts getan. Nee, aber ich meine, das war's. Na komm, geh durch da. Ja, so, dann haben wir die Menschenstadt jetzt auch komplett fertig. Hoffe ich. Na, hier gibt es ja auch nichts weiter. Na, kann man auch raufkraxeln, aber eigentlich auch nur für Energie. Für Magie. No. Hier kann man zwar ganz oben raufkraxeln, wie gesagt, aber halt nur für die Magiekugeln hier. Ja, von hier aus kann man nirgendwo großartig hin. Ja. Könnte jetzt zwar da ganz unten noch hin, aber es bringt mir nichts. Nur für diese große Energiekugel hier ist das eigentlich. Ja. Ja. Ja, dann mal ab zum Teleporter. Und ja, guck mal, die Menschenwelt jetzt komplett fertig. Haben wir die Menschenstadt jetzt auch komplett fertig. So, wollte ich das sagen. Ja, die nächsten Klamotten, wie gesagt, die können wir uns jetzt erst holen, wenn wir die nächste Fertigkeit haben. Na? Jo.
Ja, jedenfalls der Teleporter ist hier direkt auf der entgegengesetzten Seite, gegenüberliegenden Seite. Ja. Dass ich den nicht gesehen habe. Ja gut, den übersieht man eigentlich auch ziemlich schnell. So. Ja, dann können wir jetzt auch... Ja, Zeit haben wir noch. Zum nächsten Gebiet gehen. Dazu müssen wir halt da nochmal hin. Jo. Ach ja, ja. Ja, jedenfalls ist doch schon mal schön. Jetzt haben wir wenigstens auch schon mal alle Glyphen, die es gibt. Alle Kraftglyphen, die es gibt. In dem Sinne. Lass mich in Ruhe. Jo. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht, was man jetzt holen könnte. Ja, wie gesagt, da kommt man erst weiter, wenn man diese Schwimmfertigkeit hat. Na. Jo. Dann ist man schon hier in dem nächsten Gebiet. Ach ja. Habe ich sonst nichts weiter, ne? Und ich dachte, weil es gibt einen Ort, ne? Da tut sich denn nochmal so eine Höhle auf, wenn man auf der Schattenwelt ist. Ja. Ja, da sieht das schon mal, also sonst, wir wären hier auch nicht weitergekommen. Wären wir zwar diese Brücke hochgekommen, aber wir wären trotzdem nicht weitergekommen. Ohne die Schwimmfertigkeit. Ne, muss ich mal gucken, wo der nächste Teleporter hier ist. Was ist denn der nächste Teleporter hier? Über... Genau, hier war der nächste. Jo. Ja, jedenfalls das Gebiet, was jetzt kommt, das habe ich mir eben noch nicht so richtig angeguckt. Also, ja, wo die ganzen Geheimnisse da sind. Ne? So, also ein bisschen selber will ich ja auch rausfinden. Aber ich habe halt nochmal durchgeguckt, weil wegen der komischen Orgel da. Das hat mir keine Ruhe gelassen. So. Ja, aber ich habe wirklich nichts dazu gefunden. Ja, keine Ahnung. Ich habe wirklich überhaupt nichts dazu gefunden. Ja, das ist schon ein bisschen schade. So, und schon sind wir im neuen Bereich. Ne? Das ist so ein bisschen winterlich gehalten. Jo. Hinten, meine ich, müsste es doch irgendeinen Teleporter geben. Weg mit hier. Genau. Ja, und da ist schon der nächste Teleporter. So, was haben wir noch? 10 Minuten knapp. Nee, ja. Ja, das ganze Gebiet in diesen Part noch reinpacken, schaffe ich nicht. Weil das ist nämlich noch ganz schön kompliziert. Man muss da auf jeden Fall noch ganz viele Rätsel lösen und ja.
alles Mögliche. So. Da ist nichts, da ist nichts. Da geht es, glaube ich, weiter in die Festung rein. Ich wollte halt hier nochmal gucken. Da kam ich jetzt hierher. Nee. Bevor die mich so ein bisschen nerven hier, schalte ich sie lieber aus. Ja. Mann, hier hinten gab es nämlich auch noch irgendwas zu holen. Ja, mal den Feuer Reaver mal wiederholen. Ja, das ist ja auch das einzigste Element, was man hier in diesem Spiel hat. Das ist ein Feuer Reaver. Jo. Ich meine, noch ein Stück weiter gehen. Ne? Nee, da kommt man ja auch noch nicht weiter. Da braucht man auch die Fertigkeit erst. Weil hier muss man dann nämlich die Uhr umstehen. Nee. Ja, um die Tür hier halt aufzumachen. Ja, ich finde das jetzt bloß ein bisschen irritierend, dass er hier nichts gesagt hat. Zu diesem nächsten Bereich. Nee. Stimmt, da kommt man erst später hin. Hm, mit der nächsten Fertigkeit kommt man da erst hin. Ja, da sind wir da umsonst hingelaufen. Ja, dahinter ist denn halt auch nochmal, glaube ich, ein Lebensartefakt. So kam man da, glaube ich, nicht rauf. Da musste man wirklich auf die Säule da oben. Und, ja. Diese Säule hier oben. Und dann halt darüber schweben. Jo. Wollen wir mal den nächsten Bereich betreten. Im Eingangsbereich gibt es schon mal nichts. Mhm. Nein, durch. Einst war diese Stadt voll von Leben meiner Art. Teilten tatsächlich andere Clans dasselbe Schicksal? Konnte kein in seinem Wahnsinn keinen seiner Brut verschonen? Nicht kein, sondern Dumas eigene Arroganz bewirkte den Untergang seines Clans. Ich spreche von menschlichen Fehlern, Raziel. Duma und seine Abkömmlinge hielten sich für unbesiegbar und verloren den Blick für die Gefahr. In ihrer Selbstzufriedenheit ließen sie sich überrumpeln. Und die menschlichen Vampirjäger konnten sie ohne große Gegenwehr überwältigen. Die wenigen, die fliehen konnten, sind zu Aasfressern verkommen. Ja. Das ist es halt, ne? Ja, Mann, wenn ich das schon wieder sehe. Das ist auch wieder ein Hin und Her und hier und da und schwipp, schwupp, schwapp. Na, ihr könnt ja schon sehen, da oben, ne? Aber da kommt man jetzt halt noch nicht so hin. Dann kommt man dann halt erst später weiter, wenn man da einen Block von oben runtergeschoben hat und so weiter. Ja, naja. Den Block muss man dann nämlich erst noch rausziehen. Da kommt man jetzt auch noch nicht weiter. Hier kommt man auch nur weiter, wenn man halt auf der Schattenwelt ist. Ja. Tam, tam, tam.
Ja. Jetzt will ich gerne mal wissen. Ja, das ist ziemlich verwirrend hier alles. Ein riesiger Irrgarten hier. Ja. Da ist eine Tür, da komme ich so nicht durch. Ja. Ich meine, da kann man jetzt auch noch nichts tun. Oder? Kann man da jetzt was tun oder nicht? Ne, da muss man, glaube ich, auf eine andere Weise hinkommen. Und man diesen Block hier erst halt verschieben muss. Da muss man halt erst den Block verschieben, um da weiterzukommen. Aber da muss man halt in der realen Welt dorthin. Nee. Jo. Da geht auch noch ein Gang lang. Ich meine, da ging es erst, da ging es weiter. So, jetzt muss ich mal überlegen. Weil ich suche jetzt den Teleporterraum, dass wir den jetzt schon mal aktivieren. Hm. Ja, gucke ich mal kurz, was wir da hinten haben. Gar nichts. Okay. Ich dachte, eigentlich kommt man durch. Dann halt nicht. Naja. Jo, dann muss man da ja mehr oder weniger weiter. Ich will jetzt erstmal gucken, was wir ganz unten haben. Aber ich meine, da ging es zum Labyrinth. Ne, da gibt es nämlich halt hier unter dem Schloss gibt's, oder halt hier unter diesem Reihe, es gibt noch ein richtig großes Labyrinth, wo man halt durchgehen muss. Und da gibt es halt auch noch was. Ja, du mich auch. Ja, ich glaube, das ist das auch, dieses riesige Labyrinth hier. Hm. Okay. Kurz, was wir da drin haben. Auch nichts. Dahinter ist ein Teleporter, aber ich glaube, da komme ich jetzt so nicht durch, ne? Ne. Ja, naja. So. Hm. Ich wüsste, wo nur der nächste Teleporter war. Ach, hier kann ich auch noch gar nicht weiter. Hier brauche ich auch noch die nächste Fertigkeit für. Ja, hier brauche ich noch die nächste Fertigkeit für, um da weiterzukommen. Ja, egal, Leute. Müssen wir hier Schluss machen. Ich speichere jetzt wenigstens mal nochmal. So. Nee, Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.